Liebe Ironman-Fans, willkommen auf meinem Kanal, liebe Filmfans, es geht weiter mit zwei Ausgaben heute wieder. Einmal Ausgabe 54 und ein, zweimal, noch einmal, falls es Spaß macht, Ausgabe 55 von der Firma Phenom. Wir bauen den Ironman und jetzt hier auf meinem Tisch, viel Spaß. So, was brauchen wir? Wir brauchen den anderen Fuß, den, glaube ich, den rechten Fuß. Und was haben wir bei der Ausgabe? Das ist schon mal das Gelenk. So, jetzt packen wir mal aus, was wir da haben. Das kennen wir auch Vergangenheit, das sogenannte Underbein. So, Schräubchen haben wir dabei. Dann haben wir dabei, ja, das Gelenk ist aus Metall und die anderen Sachen, ja, ist Müll. Gut, fangen wir an. Ich denke mal, da will ich nicht so lange gehen. Wir haben einmal, so, genau, wir brauchen den sogenannten Fuß. So, das machen wir mal ab mal. Das müssen wir jetzt mal so jetzt hinlegen. So, dann nehmen wir das Teil so. Dann haben wir das. Moment. Ja, auch da wieder ein Tipp. Wir brauchen die Vaseline. Und es geht doch auch der Mike schon wieder mit seiner Vaseline. Warum Vaseline? Das habe ich letztens noch mal. Ich muss mal eben was hier haben. Kleiner Schraubendreher. Ja, warum Vaseline? Ja, ganz einfach. Ihr kennt das Gefühl. Die sogenannte Plättchen. Moment. Wie kommt das rein? Moment, muss mal kurz überlegen. Ah, das kommt nach oben. Genau. Damit diese Teile ein bisschen haften. Wisst ihr? Sonst haftet ja das nicht richtig. Das ist ein Tipp von mir. Macht das mal. Und irgendwann sind vielleicht die Gelenke ein bisschen gefettet. Und Vaseline schadet ja nichts. So. Einmal das. Dann legen wir das hier schön drauf. Ich glaube, die offene Seite kommt nach oben. Seht ihr das? Das meine ich. Dann haftet das wunderbar schön und dann könnt ihr wunderbar nachher das hier oben reinschieben. Die Haltung für das Bein und dann habt ihr keine Probleme mehr, das festzuhalten. So, wie schaut's aus? Dann nehmen wir jetzt einmal das sogenannte Gelenk. Wie geht das jetzt hier rein? Wie müssen wir es denn so machen? Das kommt jetzt hier rein. Nimmt schon mal das Teil hier schon mal an, der Pinnacle. Vorsichtig. Und normal müssen wir jetzt ein bisschen reingehen. Ja, das ist, was ich meine immer. Ich sag da. Da hat es gehalten. Sehr gut. Die kleinsten Sachen halten immer auf, Leute. So, ich habe die Sache reingekriegt. Da war ein bisschen schwierig gewesen, weil das war irgendwie so richtig störrig gewesen, das Teil hier. Diesen kleinen Pin. Anscheinend war die Farbe so ein bisschen dick drauf. Na gut, jetzt geht's weiter. Also so sieht es auf jeden Fall aus. Das Ding müsst ihr reinschieben. So, und jetzt drehen wir das mal um. Dann muss diese Kappe hier drauf. Und das muss dann mit der Schraube... Ja, ist nur eine Schraube dabei. So, dann kommt das die Schraube hier rein. Ich hoffe, es funktioniert. Ich nehme vorsichtshalber nach einen Schraubendreher. Oh ja, es dreht sich. Es dreht. Ja. Jetzt sehe ich gerade. Ihr merkt, was ich falsch gemacht habe. Oh je. Und das vor der Kamera.
So, ich habe es richtig gemacht, liebe Leute. Es tut mir furchtbar leid wegen das Missgeschick, aber ich sag mal, ich wollte es eigentlich nochmal neu machen, aber ich habe gesagt, ich lasse es da drin. Missgeschick muss auch mal passieren. Dann hat man was zum Lachen. Also, so muss es aussehen, ne? Also, ich habe es verkehrt rum reingemacht, weil ich gerade eben so ein bisschen unterbrochen worden bin. Aber jetzt kann ich es endlich festschrauben. Und jetzt haben wir es auch richtig. Gott sei Dank. So. Gut. Jetzt machen wir die Kappe wieder drup. So, das war jetzt schon mal die Ausgabe 54. Und dann fangen wir jetzt sofort noch an mit Ausgabe 55. Dann brauchen wir mit Sicherheit keine Vaseline. Oh, nee. Wisst ihr, wenn irgendwas schief geht, dann kriege ich einen dicken Hals. Und das war ein bisschen schwierig rauszukriegen. Ne? Ja, Fehler sind da, um zu machen. So. Dann machen wir nochmal das hier. So, wir haben jetzt die 55. Das wird nicht viel sein. Das ist wieder sogenanntes. Ja, ist nicht viel. Da kann man nichts, glaube ich, verkehrt machen. Wird einfach hier reingesteckt. Hier sind die Pins. Ja, und das war's schon. Ja, boah, das ärgert mich, Leute. Ich sag euch, ich weiß, ich würde jetzt liebsten das gerne Video-Cut machen. Ich wollte nochmal ein neues Video machen, aber ich habe gedacht, nee, komm, lass es drin. Da musst du wieder alles rausnehmen. Boah, das hat mich sowas von geärgert, ey. Ich sag halt, manchmal machst du Fehler, das merkst du gar nicht. Und erst, oh, toll. Es läuft die Kamera und dann ist es dran. Ich sag ja, wenn man irgendwo mal unterbrochen wird, dann kann das passieren. Einen kurzen Moment, woanders ist es passiert. Na gut, ist egal. Beim nächsten Video wird es natürlich wieder besser. Aber der Ironman wächst und wächst und wächst. Und dann seht ihr euch die ganzen Teile jetzt hier liegen. Ja, jetzt tue ich der Fuß dazu. So, dann hat man das schon mal alles fertig. Jetzt hat man nur noch die kleinen Teile liegen. Ne? Nur kleine Teile, weil das ist das, kommt jetzt für das andere Bein dran. So und so. Ja. Und so sieht der ganze Sachen aus. Ich stelle euch mal eine Frage. Vielleicht könnt ihr das auf meine Kommentare reinschreiben. Findet ihr der Kopf so klein? Ich hab's mal in die Kommentare rein. Also ich finde, irgendwie wirkt der Kopf so klein. Gegen was zu Beine? Seht ihr das, was ich meine? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass der Kopf kleiner wirkt. Was meint ihr? Schreibt es auf meine Kommentare rein. Würde mich riesig freuen. Ansonsten war es für ein Video zu Ausgabe 54 und 55. Wenn euch das Missgeschick nicht stört, dann trotzdem könnt ihr einen Daumen oben lassen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würde mich auf ein Abo freuen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und noch einmal entschuldigen für das Missgeschick. Ja, es kann mal passieren. Also in dem Sinne, euer Mike. Bis dann. Ciao.